Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe hier mein Strassbild von Wish gestern am 17. Mai im Livestream angefangen. Und gestern wäre ich fast kurz vor Mitternacht, also am Sonntag, fast fertig geworden. Ich habe es unterschätzt, ich muss es sagen. Da kommen viele, viele, viele kleine Steinchen drauf. Und die letzte Farbe wollte ich mit euch zusammen painten, um mein Fazit bezüglich dieses Bildes, bezüglich Wish, bezüglich meiner Erfahrung euch mitzuteilen. Es blinkt unnormal, dieses Bild. Funkelt, glänzt. Super schön geworden. Wer gestern am Sonntag im Livestream dabei war, der weiß das auch, dass ich mich gewundert habe, dass wirklich sehr viele Steine übrig geblieben sind. Und ich hatte mich nicht vertan. Es ist tatsächlich, ich verstehe nicht, dass da vielleicht hier zum Beispiel von dieser Farbe, also da ist das Dreifache teilweise bei den Steinen, das Dreifache übrig geblieben. Und ich habe mich nicht geirrt. Also ihr müsst mal schauen, wie viele hier drin sind. Zum Beispiel hiervon. Ist noch jede Menge über. Seht ihr das? Von dem Grünen. Und soll ich euch mal verraten, wie viele ich nur verwendet habe? In jedes dieser Symbole ist eins. Und da sind maximal, keine Ahnung, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16. Höchstens 20 Stück waren nötig für dieses Bild von diesem Grün. Höchstens 20. Die habe ich auch genommen. Und ich wette, da sind noch weitere 40 drin. Oder 30. Definitiv mehr als 20. Schaut euch das mal an. Wie viel? Also ist ziemlich positiv, bin ich überrascht. Die ganz großen, dicken, roten. Ich muss es mal so halten, damit ich das so zeigen kann. Wo habe ich die denn jetzt hin? Da waren ja diese ganz dicken roten. Die finde ich jetzt ja gar nicht. Ach, bin ich dumm, ey. Also, definitiv mehr als nötig an Steinen drin. Hier zum Beispiel das 16 mal 4 oder 18 mal 4. Guck mal, da ist das Doppelte noch drin, Doppelte, bei jeder Farbe Minimum das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache an den Farben, die auf das Bild kommen. Ja, da war zum Beispiel diese großen. Ja, für die, die es bestellen oder bestellt haben, herzliche Glückwünsche, ihr habt jede Menge Sondersteine dabei. Liebe Grüße an Vicky. Ja, ich fange mal an, erstmal, bevor ich hier weiter rede und rede und rede, mit euch zusammen zu painten. Die letzte Farbe hier. So. Ich hoffe, meine Stimme kommt auch bei euch an. Ups, jetzt bin ich auch noch verrutscht mit der Kamera. So. Ich bin absolut lieb, positiv. Erstaunt über Wish. Ich würde jederzeit nochmal da bestellen, aber für Bilder, die wo ich es nicht eilig habe mit. So, vier. So. Ich habe ein Drittel davon jetzt in die Schale getan. Mal schauen, was da jetzt überbleibt. Ob das auch da so ist, der Fall ist. Ja, mein Stift mit Dingens, mit dem Teil da dran, der muss angespitzt werden. Das ist definitiv empfehlenswert, weil die Spitze ist ziemlich, ups, ziemlich ab. Ich war froh, dass ich den da hatte. Das ist super geeignet für diese Tropfensteinchen.
Der war gut. Aber ich habe mal gehört in einem YouTube-Video, dass man die anspitzen kann. Mit der dicken oder breiteren Stelle vom Anspitzer. Es gibt ja diese Anspitzer, wo man zwei Größen hat. Und da ist das für geeignet. Jetzt habe ich keinen Wachs mitgenommen. Toll. Ich gucke mal, ob ich das so kann. Oh, mit dem Restwachs da dran. Also hier kommt viel rein. Das merke ich jetzt schon. Was wollte ich noch erzählen? Es lässt sich super kleben. Ich gehe später auch mein Baufahn holen, um es zu versiegeln, damit es bis morgen, also bis Dienstag, trocknet. Und ich werde versuchen, meine Tochter hatte mir Anfang des Jahres einen schönen Kalender, einen dicken Notizbuch geschenkt. Auf dem möchte ich das gerne wie heißt das? Fixieren. Der ist schwarz, schön groß, den muss ich mir rauskramen. Und dann will ich es darauf mal fixieren. Also richtig verwundert. Der lässt sich super kleben. Und was mir auch, was ich unterschätzt habe, ist, was so zeitaufwendig ist beim Bekleben dieses Bildes, man hat diese Tröpfchen. Da muss man auch darauf achten, in welche Richtung die spitze Stelle kommt und in welche Stelle dieses ovale Ende kommt. Und dementsprechend muss man das ja auch aufs Bild painten. Zum Beispiel. Das sind diese blauen. Da habe ich mich ein bisschen beeilt und schlampig geklebt, merke ich gerade. Wo ist das denn jetzt da? Dann sind das die grünen da. Aber dann gibt es wiederum, da sind die blauen wieder, dann ist es so rum. Dann sind das die goldenen, die sind so nach rechts und nach links. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Sieht man, ne? Ah ja, da sind die lilanen, die so anstrengend waren. Die sind sehr klein, sehr, sehr klein. Ah, hier habe ich wieder, die blauen habe ich ja gar nicht vernünftig gemacht, ne, Leute. Aber die kann ich ja mit dem Finger zurechtdrücken. Die grünen da. Und dann hat man hier wieder diese goldenen. Dann hat man die wieder. Also in die Richtungen muss man besonders aufpassen. Und das war das, was eigentlich so aufgehalten hat. Seht ihr das? Ach Mann, das ist so schön. Das ist echt mal schön. Und angenehme Textur von der Leinwand gefällt mir super. Ja, ich painte mal weiter. Wie gesagt, bei Wish werde ich des Öfteren, glaube ich, bestellen. Da ich so zufrieden war. Und die Versandgebühren davon 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, die sind akzeptabel. Ach, jetzt habe ich gar keinen Stein genommen. Wenn man halt nicht so Zeitdruck hat und etwas bestellt, was so in 2, 3 Monaten kommen kann oder kommen darf, dann passt das super. Ich glaube, die Brille ist gar nicht nötig hier. Ich kann auch ohne Brille total angenehm sehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Blick euch im Blickfeld habe oder ihr mich im Blickfeld habt oder seht. Ich habe mir schon wieder keine Notizen wie für mein Video gemacht. So eine Dummheit von mir. Und dabei wollte ich so viel Gutes erzählen.
Ja, wenn das dann halt, wenn ich die Versiegelung drauf gemacht habe, lasse ich es trocknen. In der Zwischenzeit versuche ich, soweit mein Rundstickbild fertig zu machen. Bis auf eine Ecke, da hatte ich zwar ein Video gemacht, wie ich dieses hin und her sticke, aber ich habe es aus Versehen wieder gelöscht. Ich bin so ein Dussel, wenn ich was anderes löschen will, lösche ich einfach. Ach, jetzt habt ihr gar nichts gesehen. Sorry. So, jetzt seht ihr alles. Hatte ich das Video gelöscht, blöderweise. Naja, mache ich später, wenn das hier, gucke ich, dass ich noch von dem Restecke noch mal ein Video mache. Das kann ich dann Mittwoch, glaube ich, hochladen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, die seit 2 Wochen zeitlich nicht geschafft haben, zum Livestream zu kommen, zeitlich nicht geschafft haben, den Livestream hinterher anzuschauen. Am Sonntag, den 24. Mai, findet kein Livestream statt, aufgrund des religiösen Feiertages bei den Moslems. Ja, das ist nochmal erwähnt an dieser Stelle. Ah ja, was ich jetzt sagen wollte, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Gucken, seid ihr mit im Bilde? Super. Jetzt ist es wieder weg. Toll. Wie kann man so ein Kurzzeitgedächtnis haben wie ich? Ah ja, ich habe eine Vermutung, warum so viele Steine überbleiben bei jeder Farbe. Weil ich denke, es gibt ja sehr viel Ausschuss. Haben wir ja bei den ersten zwei Farben gestern im Livestream auch gesehen. Und daher denke ich, sind die auch davon ausgegangen oder wissen selber Bescheid, dass jedes dritte fast Müll ist hier, was da in den Tütchen drin ist. Aus dem Grunde haben die dreimal mehr reingetan. Aber es war akzeptabel. So viel Müll, wie da entstanden ist, wie da entstanden ist gestern Abend, müsst ihr euch vorstellen. Und dennoch komplette Bild beklebt und dennoch so viel Farben über. Echt. Also hätte man die Leinwand zweimal, hätte man locker beides bekleben können. Aber aus mit diesen Reststeinchen. Der es will. Ich habe einen DIN A4 Kalender, wie gesagt. Ich werde das nur etwas mittig darauf fixieren. Mein Bild hier, mein Diamond Painting Bild. Der es möchte und der viel mehr Bling Bling drauf mag, der kann die Ränder, die Seiten, alle vier Ecken von ihm. Wo ist jetzt mein Kalender eigentlich? Den habe ich nicht hier. Mist. Hätte ich eigentlich auch hier jetzt gerade zum Video mitnehmen können. Aber kann ich euch ja zeigen, ihr werdet das komplette Video ja auch in einem sehen. Ich werde das Video pausieren und gleich im Laufe des Videos zeige ich euch auch meinen Kalender, wo dieses Bild eigentlich drauf soll. Ich hoffe, es passt da drauf. Ansonsten, also ich hoffe, es passt optisch da drauf. Weil wenn nicht, dann müsste ich morgen mir eins kaufen gehen. Ich sage morgen und im Video ist es dann schon geschehen, wenn ihr das guckt. Also nicht nach eurem Video, sondern das, was ich hier mache, nach danach. Weil ansonsten muss ich wirklich eins holen gehen und ich möchte das nicht, weil ich diesen Kalender sehr mag. Ist halt ein Geschenk von meiner Tochter gewesen. Ja, und der es mag, der kann dann halt die Ecken verzieren, die Seiten verzieren, drumherum. Von seinem Buch oder was der auch immer. Oder den Bilderrahmen, wo es reinkommt. Kann noch das Bilderrahmen, den Bilderrahmen verzieren mit dem passenden Steinchen dazu. Das ist auch mal eine Alternative. Also es ist vorteilhaft, wenn da so viele Steinchen bei sind. So. Ich muss immer wieder schauen, ob ich euch dabei habe oder nicht.
während ich das hier mache gerade, weil ich schaue dann drauf und merke hinterher, oh, jetzt habe ich geredet, Steine weggepaintet und niemand hat was gesehen. Auf jeden Fall muss ich mich bei euch bedanken für den tollen Stream gestern. Alle waren fabelhaft, es war reichlich unterhaltend da, zahlreich Personen erschienen. Wir haben unseren eigenen Rekord von Besucheranzahl übertroffen gestern. Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe gedacht, die meisten würden wegschalten, weil ich halt nicht sticke, sondern painte gestern. Aber war dem nicht so. Dem nicht so, nicht dämlich so. So. Ja, gleich ist schon der erste Tag von der Woche um. Der Montag ist gleich schon um. Langsam wird es dunkel. Ich glaube, ihr werdet dieses Video, wenn ich Glück habe, mit Hochladen am Dienstag nachmittags schauen können. Dienstag am 19. Mai. Wenn ich Glück habe und Internet funktioniert so, wie man will. Und ich hoffe, Mittwoch kann ich dann halt dieses Hin und Her bei Rundstickbild, wenn es kein Kreis mehr ist, sondern Halbkreise oder nur die Ecken sind, wie man die dann stickt. Für Leute, die da interessiert dran sind, werde ich dieses Video dann hochladen. Kommen wir die letzten 10, glaube ich. 2, 4, 6 Stück nur noch. 1, 2, 3. Ich mache ein bisschen langsam, ich weiß, aber es sind Straßsteine, das sind. Ich habe kaum Wachs an der Stiftspitze und ich habe Angst, dass es mir irgendwo von der Schale zu der Klebefläche irgendwie runterfällt und ich das dann übersehe auf dem auf der Klebefläche. So, 6 haben wir auch schon. Habe ich mich schon erzählt. Fertig. Da sind noch 3 drin. Hier haben wir noch wieder so viel Reste. Ja, die packe ich dann wohl alle in eine Zipptüte rein und dann kommen sie weg. Eieiei. Ist echt eine Menge übergeblieben, ne? So. Viel. Viel, viel. So, da ist auch mein Baufahren schon. Umgerührt, durchgerührt. Dann versiegeln wir das erstmal. Und lassen es dann für den Rest des Tages bis morgen nach der Arbeit in Ruhe trocknen, sich ausruhen. Schön großzügig, es soll ja halten, weil so ein Kalender oder Notizbuch geht man nicht immer fein mit um. Und neugierige Finger grapschen da gerne drauf rum. Oh, hast du das gemacht? Und so kennt ihr ja, ne? Ihr Painter, ihr kennt das. Das ist das, was ich mit dem Sticken eher Ruhe habe, wo ich weiß, die können da mit ihren Fingern drauf grapschen, wie die wollen. Die können nichts kaputt machen, die Neugierigen. So, ich hoffe, dass der Glanz bleibt. Ich habe noch nie ein Straßbild versiegelt. Ich habe das andere Bild zwar von Diamond Painting Deutschland fertig, dieses ganz große, aber ich habe es nicht versiegelt. Ich habe es eingerollt mit den Steinchen nach draußen, dann habe ich es wieder eingepackt.
So, ist ja reichlich jetzt drauf, ne? Das ist ja mal fein, so ein kleines Bild zu versiegeln. Ist ja zack, zack, fertig. So, besser zu viel als zu wenig. Wie gesagt, ich wäre traurig, wenn der Glanz morgen nicht mehr da ist. So, reicht. Das muss ich gleich direkt mit warmem Wasser spülen. Auswaschen. So. Ja, da ist es. Was meint ihr? Was daraus wird bis morgen? Ich habe jetzt ein bisschen panische Angst und Neugier. Ich glaube, ich sollte gleich mit dem Föhn drüber. Ich weiß es nicht. So, ich lasse es in Ruhe austrocknen. Ruht sich mein Bild aus und ich sage, dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise morgen in der Realität. Bleibt dran, wir schauen, was morgen daraus wird. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es ist ein Tag vergangen. Ich bin von der Arbeit zurück und ich zoome euch mal ein bisschen zurück. Das ist zu nah. So. Also ich war schon so ungeduldig und habe das Versiegel für heute Morgen schon betrachtet. War auch schon trocken, trotz des dicken Schichtes, die ich als Versiegelung gemacht habe, war es heute schon trocken. Fazit, es glänzt nach wie vor. Alles wunderbar. Alles bombensicher. Und jetzt mache ich mich mal an das Abschneiden der Ränder. Hoffentlich kriege ich das so genau hin, so dass ihr das auch sehen könnt. Ei, 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 Moment. Bis wohin könnt ihr sehen? Das muss ich erstmal prüfen. Sowas macht man zwar vorher, aber ich war nicht so schlau. Tut mir leid. Okay, bis hierhin könnt ihr sehen. Super. Ich versuche das so vernünftig wie möglich, so gerade wie möglich zu machen. Wenn nicht, habe ich Pech. Ich habe mir so eine Unterlage genommen übrigens, damit ich meine Tischplatte nicht kaputt mache. So. Ja, hoffen wir mal, dass es gerade wird. Ich will es nämlich jetzt auf meinen Kalender, auf den hier, draufkleben. Mal schauen, ob es klappt. Jetzt habe ich gar nicht meine Brille mit, ne? So. Hoffe wirklich. Ach Gott. Mine, Mine, Mine. Ja, was soll ich sagen, ne? Also, ich wollte mal was anderes ausprobiert haben mit diesem kleinen Bild. Jeder kann machen, wie er das möchte. Ich wollte es ja erst auf den in den Rahmen und auf meinen Tisch hier stellen und nicht an der Wand haben. Ich guck mal gerade, ob es ab ist. Ja, ist ab. Ich habe nicht durchgezogen die Linie, ne? Ich habe nur da, wo das Bild ist. Komplette Leinwand hätte ich durchschneiden müssen. Also von neu nochmal. Ja, das ist nur eine Idee von mir gewesen. Wer es will, kann es nachmachen. Eine gute Idee finde ich, um etwas Persönliches noch persönlicher zu gestalten. Wie gesagt, aus den Reststeinen kann man den Rest des Kalenders auch dekorieren, schmücken. So. Bitte, bitte, bitte. Scherum habe ich auch noch nicht gereinigt. Mensch. Ja, ich habe ja massig Versiegelung genommen, damit die Perlen bloß drauf bleiben. So, jetzt dauert das nicht mehr so lange. Jetzt haben wir geübt.
Jetzt haben wir geübt. Viel kann nicht schief gehen. Also es lässt sich schneiden. Ich war zu zierlich, hatte Bedenken, dass ich mir mein Muster hier kaputt schneide. Aber war dem nicht so. Dann hoffe ich, dass ich das gleich auch direkt hochladen kann am Dienstag. Es ist nämlich heute Dienstag. Ach, jetzt verrutsche ich wieder. Also ich suche mir morgen definitiv einen, wie heißen die, Metalllineal. Die halten besser als diese Silikonlineal. Silikonlineal verrutscht immer. Da. Ich mache das mal mit der Schere. Wird wohl schneller gehen, ne? Ich habe es ja schon vorgeschnitten. Vorgeschnitten, meine ich, mit dem Cuttermesser hier. So. Ja, was habt ihr so gemacht? Es ist gestern total angenehmes Wetter gewesen hier. Heute angenehmes Wetter und ich glaube, diese Woche soll es so angenehm bleiben. Übermorgen ist Vaterdach. Also wir in NRW haben frei. Es ist ein Feiertag. Ich weiß nicht, ob das für ganz Deutschland zählt. Ob es in ganz Deutschland als gesetzlicher Feiertag gilt. Normalerweise ist das auch ein anderer Feiertag. Es wurde nur im Laufe der Zeit zum Vatertag umbetitelt hier, glaube ich. Wir sagen hier immer, damit die Väter sich nicht benachteiligt vorkommen. Sollen sie auch einen Tag kriegen? Also ich weiß nicht, ob das so stimmt. Meine Mutter hat mir das mal so erzählt. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist jetzt komplettes Stück. Es ist ein bisschen gewölbt, aber das ist nicht durch die Versiegelung. Das ist, weil es in so einer komischen Folie verpackt bei mir ankam von Wish. Also es war so klein, dass Wish, dass der Bote mir das im, wie heißt das, in den Briefkasten gelegt hatte. So, auf welcher Höhe soll ich das denn am besten? Wollt ihr noch ein bisschen weiter zurück? Ja. Die Höhe, ist die gut oder ganz unten? Mittig eigentlich, ne? Mittig ist gut. Mittig wird es gut aussehen. Ich schau mal mit euch drüber. Oder drunter. Nee, ganz unten wird es hässlich aussehen. Ganz oben, direkt unter der 220, auch hässlich. Ich mache es mittig. So. Dann kann man hier, wenn man will, was verzieren. Da kann man verzieren mit den Reststeinchen, was ich aber nicht mache. Erstmal nicht. Falls ich es mache, würde ich in der Gruppe Perlenstickerei bei Mine bei Facebook ein Bild dann eventuell am nächsten Sonntag hochladen. Und wer nicht dabei ist, ist herzlich eingeladen, zu der Gruppe dabei zu sein. Wir würden uns freuen. Die komplette Gruppe wird sich freuen. Perlenstickerei bei Mine. Kommt einfach rein. Seid dabei. Habt Spaß. Demnächst gibt es eine Verlosung. Ja, was soll ich noch sagen? Ne? Also ich habe mir überlegt, den doppelseitigen Klebeband zu nehmen. Ich kann euch jetzt wieder zoomen. So, da. Ich zoome euch hin und zurück, hin und zurück. So, ich habe mir überlegt, das hier. Doppelseitige Klebeband. Drumherum. So. Darf nicht. Ich habe das immer noch nicht gereinigt übrigens. Die klebende Stelle von doppelseitigen von der Schere. Achso, ich sollte das mal abmachen, ne? Oder ich mache das hier drauf.
so. Nicht aufeinander legen. Wenn man es aufeinander legt, kann man es nachher nicht trennen. Ich weiß, das Video wird ein bisschen aufhaltend sein. Ich werde es nämlich nicht kürzen. Ich würde es nicht bearbeiten. Ich werde das so im Originalen hochladen. Also zusammenfügen mit dem gestrigen Teil und heutigen Teil. Ich will dann keine Zeit verlieren. Ich will euch über das Ergebnis direkt informieren. So, damit sich das auf dem Kalender nicht wölbt, machen wir mittendrin auch noch ein paar Streifen. Es wird schön. Da bin ich mir sicher. So, das kleben wir auch hier hin. Machen wir schon, ne? Dann machen wir das hier. Doppelt hält besser, fünffach hält noch besser. Wie gesagt, die Facebook-Gruppe Perlenstickerei bei Mine. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr euch auch ein Mitglied der Gruppe werdet. Wir haben da jede Menge Spaß, sind aktiv, teilen unsere Fortschritte mit, treffen uns halt auch sonntags hier bei YouTube. Für die Leute, die mich heute zum ersten Mal mein Video heute sehen, sonntags gibt es immer einen Livestream. Von 16 Uhr. Ende kann zwischen 18 und 19 Uhr sein. Aber am 24. Mai, wie gesagt, gibt es keinen Stream. So, und falls wieder irgendwann ein Stream ausfällt, die Gruppenmitglieder bei Facebook, die werden über Facebook immer informiert. So, das müsste jetzt reichen, ne? Nochmal Mine aufstehen, so viel habe ich gemacht. Jetzt müsste ich das Ganze nur dran entfernen. Jetzt kommt's auf das Eingemachte, ne? So ist die Pinzette. Mist, aber auch ich habe die Brille echt vergessen. So, Uno. Ich darf jetzt nicht hängen bleiben, kleben bleiben. Da löst sich das komplett. Vorführeffekt, dann klappt das nicht, dann ich hasse sowas. Sonst klappt sowas reibungslos. Zwei. Ich kann jetzt nicht gerade schauen, ob ihr das seht. Drei. Oh, bitte Kleber, bleibt drauf auf der Leinwand, bitte. Leute, Leute. So. Ihr könnt andere Ideen haben, was ihr aus so einem kleinen Mini-Bild machen würdet. So ein Strassbild oder Mini-Diamond-Painting-Bild. Wo ihr das gerne verwenden würdet. Das können so Serviettenhalter sein, das können Bilderrahmen sein. Bilderrahmen sage ich. Ja, man kann es einrahmen, logischerweise. Das kennen wir aber. Aus den Reststeinen könnte man den Rahmen natürlich auch verzieren. Was kann man daraus noch machen? Kalender, Poesiealbum, Kochbücher für die Küche, Kochhefte, die man selber, wo man Rezepte sammelt von Bekannten, Freunden, Verwandten. Jeder hat das vielleicht, vielleicht kennt ihr das, was ich meine. Bin irgendwie heute nicht. Es tut mir leid. Normalerweise klappt sowas schneller, aber da ich weiß, die Kamera nimmt auf. Nichtsdestotrotz, ich mehrere Aufnahmen bis jetzt auf YouTube habe, ist es immer wieder das erste Mal. Man hat Panik, dass man was falsch macht. Man ist immer ein bisschen beim Aufnehmen aufgeregt. Man kriegt trockenen Hals. So. Ja, so Hefte, die man so als Rezeptbücher, Rezepthefte, so heißen die, glaube ich. Tatatatam. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr auf dem Bild
sehen könnt, die Klebeflächen. Ich hoffe, es müsste so reichen, ne? Mehr Klebefläche braucht es nicht. Jetzt muss es gerade sein, logisch. Logisch. Ich habe mir keine Zeichen gemacht, nichts. Ob es gerade wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Auf gut Glück setze ich das jetzt. Und ich hoffe, es hält. Und ich hoffe, es ist gerade. So. Ich werde das nicht nochmal versiegeln. Braucht man nicht. Es ist nämlich versiegelt, weil das ist hier, will ich nicht antun. Es ist nämlich schwer und groß. So, Kamera, hey, Webcam mal weg. So. Das hier wird sich bestimmt mit der Zeit legen, die Wölbung. Ich tue da was Schweres drauf einfach, dann hat es sich. Das ist mein neues. Also ich konnte nicht zu weit an den Rand, weil da diese Bindung ist. Das ist ein Kalender, was da gebunden wurde. Wie ihr seht, und es ist verdammt schwer. Aber es hält. Seht ihr? Und es ist ein Unikat. Das wird sich bestimmt legen. Also auf dem Bild hier, auf der Aufnahme, sieht man das deutlicher als wie in Natura. In Natura fällt das nicht so sehr auf. Also mir gefällt's. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn wir uns mal irgendwann sehen, auf einem Treffen, auf einer Messe, wenn das nicht so schwer wäre, würde ich das mitnehmen. Jahresplaner und so weiter. Ich habe da noch nicht so viel reingeschrieben. Ich wollte das für besondere Sachen aufheben. Es wird was Besonderes. Es wird das Buch des Online-Shops. Ja, mal schauen, ne? Wie gesagt, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst einen Daumen hoch. Wenn ihr meinen Kanal zum ersten Mal entdeckt habt, ein Video zum ersten Mal von mir geschaut habt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert diesen Kanal. Ihr verpasst sonst vieles, was euch interessieren könnte. Naja, so viel genug gelabert. So viel geredet, lange geredet. Ich muss jetzt das gestrige Video und das heutige Video zusammenschneiden und dann viel Spaß beim Schauen. Liebe Grüße, eure Mine. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.